Weiß nicht, der Trainer ist immer so höflich zu mir. Ich fand das Spiel echt fast das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe. Das war irgendwie fast das schlechteste Spiel überhaupt. Das war überhaupt nicht dolle. Kann ich besser, kann ich besser. 95.200 Pfund, trotzdem angenommen. Aber so wäre ich kein Stoppspieler. Und Stammspieler ist ja eigentlich das Ziel, was ich erreichen möchte. Ah, schon irgendwie nicht leicht, diese Kampagne. Wer braucht da mehr Übung oder so? Ich weiß es nicht. Oder ich muss durchgehend mal länger aufnehmen, so 4-5 Stunden oder so, dass ich da richtig reinkommen muss. Und das mal aufnimmt. Alright, leave it open. Hey! Yo, mate. Whoa, yo, Gus. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Yeah, been busy, mate. Nah, it is. All right, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? Die wollen mich ausleihen. But I thought I was doing well for the team. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games, a great opportunity for you to get some experience. Okay. Also, liebe Freunde, das ist jetzt einfach mal so, wenn ich in so einem Büro hocke, denke ich immer so an die Schulzeit zurück. Wenn du vor einem Rektor hockst und der dir dann erklärt, du hast das und das und wisst du, was ich meine. Hatte ich ja auch in meiner Schulzeit. Ich war ja nicht unbedingt der Brävste, aber nee, okay. Ist ja ein anderes Thema. Auf jeden Fall, der Herr möchte uns jetzt ausleihen. Zu 3 Top-Clubs, wie er sagt. Entweder zu Newcastle United, zu Norwich City oder zu Aston Villa. Wir können uns entscheiden. Vereinsziel aufsteigen. Wollt ihr mich verarschen? Newcastle United spielt in der 2. Liga, in der Premier League? Echt? Ohne Scheiß? Also ich weiß noch die Zeit, wo sie in der 1. Liga gespielt haben. Okay, wenn ich schon mal muss, ja, dann muss ich. Dann würde ich sagen, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil so kann ich dann ein bisschen besser spielen. Startelf, okay, erzielte Torbonus, Vereinziel. Pokalerfolg 15.600, 7.600. Überall eigentlich 7,5 und 6,5. Da könnten wir eigentlich schnell Stammspieler werden, um ehrlich zu sein. Okay, wir entscheiden uns, glaube ich, für Newcastle United, denke ich mal. Der Walker ist bei Liverpool Stammspieler. Keine Ahnung wieso, aber. Ah, ist ja egal. Okay, ich würde sagen, Newcastle United. Regt mich schon ein bisschen auf. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex? Go make a name for yourself, lad.
Oh, da stink ich. Der ist wirklich stinkig, aber ich kann es auch verstehen. Das ist echt irgendwie so. Ich kann mir das gut vorstellen, irgendwie so. Nehmen wir mal ein normales Beispiel, wenn du zum Beispiel abserviert wirst, weil du. Du spielst für deinen Club, wo du unbedingt spielen willst, ja, und das ist so ein blödes Gefühl. Und dann wirst du ausgeliehen und, das ist echt ärgerlich irgendwie. Soziale Medien, sagen die schon was oder was? Oder? Kein Sieg in der Partie gegen Hall. Mr. Alexander, der Erfolgsgarant, naja, Reds. Warum steht dieser Mr. Alexander in der Aufstellung? Muss aber nur dranbleiben. Ich denke mal, ganz ehrlich zu sein, wäre das wahrscheinlich so oder so passiert, denke ich mal. Die Story ist einfach so, so knallhart, wie das Fußballgeschäft halt ist, und es wäre so oder so passiert. Egal, was wir gemacht hätten oder so, denke ich mal. Von daher, naja, vielleicht können wir uns da beweisen. Schauen wir mal. Okay, weiter geht's. You might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Moved in with these. What was I, 3 or 4? Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It was the making of him. Come on. Eat up, mate. Richtig. Your mum's still driving you around in that heap of junk. Danny Williams. So you haven't changed much. Oh, come on, come on. Just joshing you, mate. All time's sake. Hey, welcome to Football Heaven. I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What? Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Welcome. Mr. Agostino. Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. The chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no? Yeah,
ready to give 100%, 110%. Why not 146%? Good, listen, we got a tough draw in the League Cup Tour de Leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. Okay. If you don't play good 1 week, you must train hard the week after to earn your place back. Capish? Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got you a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. Come on, I'll show you around. Also, eigentlich sieht das jetzt hier irgendwie geiler aus, wie wo ich noch in London war, besser gesagt, wo ich in Liverpool war. Also ein geiles Doppelbett und so war das, sieht eigentlich alles schick und gemütlich aus, muss ich sagen. Also, gefällt mir eigentlich recht gut. Also, okay, ich verdiene jetzt immer so viel, aber. Wir können ja mal kurz in die Sozialen schauen, was die so sagen dafür. Newcastle bleibt den Topspieler Mr. Alexander von Liverpool aus. Danke Liverpool, dass ihr einen eurer formstärksten Leute, Mr. Alexander, hierher ausgeliehen habt. Blöd für euch, gut für uns. Okay. Wir dürfen bekannt geben, dass sich der Top-Nachwuchsspieler von Liverpool, Mr. Alexander, ab sofort auf Leihbasis dem Team angeschlossen wird, anschließen wird. Okay. Da dass Leute wie Alexander nicht in Premier League Durchbruch schaffen, wenn man ihre Form ignoriert und sie in die Championship abschiebt. Man muss sich fragen, warum Liverpool einen derartigen formstarken und talentierten Nachwuchsspieler wie Alexander ausgeliehen hat. Ja, ich glaube, Liverpool hat so seine bestimmte Voraussetzung und wir sind ja auch nicht wirklich weitergekommen. Wir sind ja kein Stammspieler geworden. Wir sind nicht weiter höher in der Gunst vom Trainer geworden. Ich denke mal, eigentlich ist es eine gute Option, jetzt hier zu sein. Und ich denke mal, wir können es mal probieren. Ich meine, wer weiß, vielleicht. Vielleicht sind wir ja dann besser und vielleicht spielen wir auch irgendwo im Finale gegen Liverpool oder so. Und hauen die dann raus aus dem Pokal. Das wäre doch eine geile Revanche. Aber die Frage ist, wenn ich ausgeliehen wird, darf ich dann überhaupt bei Liverpool? Today we work hard to achieve our best selves. This improvement starts with the training. With the hard work and effort, we can accomplish this. Ich meine, wenn ich im gegen Liverpool spiele, ob ich da überhaupt eingesetzt werden darf, weiß ich gar nicht. Trainer werde. Also der Trainer wird nicht angezeigt, weil der Dino, glaube ich, heißt er, weil der nicht so berühmt ist. Okay. Egal, macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Auswechselspieler bin ich schon mal. Our set pieces must be improved. The boss has asked this of me. So, we will work on this. Kapisch? Kapisch. Kapisch. Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Vermeide möglich viele Elfmeter und vermeide dabei die Hindernisse. Wenn du Ziele triffst, gibt es Bonuspunkte. Oh, okay. Oh, ganz ehrlich? Oh Gott. Oh, ich treffe den nie so richtig hoch, ey. Oh.
weiß gar nicht, wie ich den hoch genug kriege. Also. Das ist schon. Alter! Jetzt hab ich so. Ja, war nicht so toll, ja. Aber ist auch nicht so eine Disziplin, die ich irgendwie kann, ey. Elfmeterschießen war schon immer so, Mann. Boah, vorgeschrittene Elfmeter. Da waren möglichst viele Elfmeter, vor allem die Mauer und die bewegliche Figur. Ach du meine Güte. Mich verarschen? Ich krieg den nicht so weit hoch. Ja. Treff nicht mal das da unten, ne. Exzellent, wenigstens den habe ich exzellent. Oh je. Aber exzellent, okay. Bin zufrieden. Ja, Elfmeter habe ich noch nicht so wirklich drauf, auch im normalen Spiel nicht. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr üben, aber egal. Weiter geht's. Dafür habe ich andere Qualitäten. Habe ich gerade gesehen, dass es wirklich ein großer Balken vorwärts gegangen ist? Zum Stammspieler, das ist ja mega geil.